Diese Musik. Die finale Stage, der Endboss des ganzen Spiels wartet auf uns. Ich habe noch 2 Leben. Ich bin voll geheilt worden, glaube ich. Das ging automatisch, denke ich mal. Und ich werde auf jeden Fall mir diesen Boomerang hier nehmen. Hier ist nochmal ein schönes Upgrade. Hier ist ein Herzchen. Ich glaube, ich habe gar nicht geladen. Aber muss ich auch nicht, denn man sieht, ich kriege hier sowieso alles voll. Hier ist wahrscheinlich, hoffentlich eh ein Checkpoint. Wir werden sehen. Das nehme ich nicht, weil da nur was Doofes drin ist. Dieses Weihwasser, was irgendwie nichts bringt. Falsche Seite! Es geht ja richtig gut los. Ist das ein Grafikfehler? Ich sehe die Geschosse nicht gescheit. Jetzt geht's wieder halbwegs. Das ist kein Grafikfehler, er wird halt unsichtbar. Kann ich mich erstmal umdrehen? Der lässt mich gar nicht erst umdrehen. Wie soll ich denn da... Dom und 4 Balken nimmt das direkt ab. Ja, wenn er nicht stärker wird, dann ist er gar nicht so stark. Ich gehe jetzt mal hier nach links. Was macht die jetzt? Ja, da kann er gar nichts machen. Ich kann einfach die Geschosse abwehren. Die sind ja die üblichen Geschosse, die gar nicht so stark sind. Ist der echt so leicht? Ja, dann lache ich ja. Uhaha. Eigentlich hätte er mal lachen müssen, dass er so böse wischt. Ja, natürlich hat es mich doch erwischt. Hä, Moment, ich ziehe ihm gar nichts ab. Wieso ziehe ich ihm nichts ab? Fällt mir jetzt erst auf, nur ich nehme hier Schaden. Jetzt kriege ich das Teil. Brauche ich das zwingend? Ich ziehe ihm halt nichts ab. Wie ziehe ich ihm denn was ab? Das ergibt doch keinen Sinn. Okay, Moment, ich probiere es mit der Peitsche. Es muss ja einen Grund gegeben haben, dass ich jetzt so viele Upgrades bekommen habe für die Peitsche. Mit Morgenstern, verlängerten Morgenstern. Und hier auch den Bumerang. Der muss ja irgendeinen Sinn haben, außer vielleicht Geschosse abschießen. Ich verstehe aber noch nicht, wie ich ihn angehen soll. Ich probiere es jetzt einfach mit der normalen Peitsche. Ansonsten, Weihwasser vom Logischen her könnte es natürlich schon wichtig werden. Aber diese Grafikfehler, die waren noch beim ersten Mal nicht dabei. Ich würde mal vermuten, ich muss ihn von hinten erwischen. Aber er dreht sich ja immer zu mir um. Wie soll das gehen? Oder von oben? Moment, ich muss ihn von... Den Kopf, natürlich den Kopf. Ja, der Kopf. Der war's. Okay, dann scheint er doch nicht so schwer zu sein. Man kann einfach über die Geschosse drüber springen. Wenn er nicht gerade total stark wird, plötzlich, dann schaffe ich den jetzt noch. Na gut, jetzt vielleicht nicht, aber... Natürlich, das war zu langsam. Na, Nase kratzen. Das ist wichtiger, als gerade am Leben zu bleiben. Alles in Ordnung, jetzt... Ich starte direkt hier. Also ich muss nicht mehr auf Selbstjet zurückgreifen. Ich lege die Tastatur weg. Ohne Tastatur spielt es viel angenehmer. Ich spiele sowieso auf dem GameCube-Controller, aber die Tastatur brauche ich zum Laden des Standes. Gut. Jetzt brauche ich die nicht mehr. Aber allein um hier schon mal starten zu können, egal. Egal. Oh, das wollte ich nicht so. Nee, das bringt mir nichts, weil ich den Kopf treffen muss. Das Teil kann ich so... Ja? Wieso kann ich jetzt nicht zweimal? Falsche Richtung, du Depp! Ich hab mich doch geduckt. Wie geduckt? Was soll das? Das ist nicht gut. Ich ducke mich, aber da blinkt da gar nichts mehr. Ich muss erstmal Reichweite... Ah! Zwischen uns bringen. Gut, hüpfen einfach, dann schießt er nach oben. Das ist ja gar nicht mal so schwer. Und jetzt? Wo soll ich ausweichen? Wo soll ich hin? Aber an sich kommt der Gegner mir echt mal schaffbar vor, auch wenn ich bisher noch nicht so weit gekommen bin. Das Schwierigste war vielleicht einfach, seine Schwachstelle herauszufinden. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihm gar nicht schade da unten. Nur der Kopf ist verwundbar. Aber ich könnte mir vorstellen irgendwie, dass er noch eine Überraschung auf Lager hat. Ich will jetzt nicht irgendwie den Dracula an die Wand malen, aber wir werden sehen. Hat leider nichts gebracht. Ich war wohl zu früh dran. Nicht einsammeln. Wenn ich hier stehen bleibe, gut, direkt neben mir, aber er kommt nie direkt da, wo ich bin. Nur, aha, oder doch? Hüpf. Ja, super. Kommt er doch. Ich muss irgendeine Strategie entwickeln, wie ich ihm ordentlich ausweiche. Eigentlich geht das so. Nein, er hat dann 3 Schüsse und ich... Dumm. Ah, aufgeregt. Hab fast geschafft. Wieder mal längeres Video höchstwahrscheinlich. Aber es kann auch jeden Moment vorbei sein. Es ist die Frage nur wann. Was soll ich denn jetzt noch mit Geld? Ja. Ich
werde einfach hier einen Stand machen, da muss er nicht immer herlaufen. So. Kurz mal durchatmen, dann machen wir einen Stand unter 1. Die 1 ist am leichtesten zu finden auf der Tastatur, die kurz weiter weg liegt. Und dann perfekt. Dann läuft das auch. Ich wieder zu früh, ich weiß. Das ist doch dumm. Aber ich muss trotzdem immer hüpfen. Wenn er immer da auftaucht, ist es perfekt. Aber leider macht er das nicht. Wieso hat das jetzt nicht getroffen? Er war doch eigentlich perfekt. Ja, und jetzt. Ja, super. Ich kann dann nicht mehr ausweichen, wenn er mich da in die Ecke gedrängt hat. Ich muss halt immer den Kopf treffen und ein Treffer macht einen Balken weg. Wenn er mich trifft, sind da gleich 4 Balken, glaube ich, weg gewesen. Okay, an sich war das ein guter Ansatz, glaube ich. Aber nur an sich. An und für sich. Frau, an und für sich. Nee, bringt noch nichts. Nein, nein, nein. Wie soll ich da denn ausweichen? Das geht doch nicht. Das wurde nicht getestet, auf keinen Fall. Einfach mal anspringen. Vielleicht ist er homophob. Könnte ja möglich sein. Nee. Ich habe noch nicht wirklich eine Strategie für ihn, aber wir versuchen es. Erscheine. Das war viel zu niedrig. Er hat. Ja, das ist ein Schwert. Ihm eins abzunehmen. Und dafür 4 Schaden zu nehmen. Dann kommt er natürlich da wieder. Wie soll man denn erraten, wo er kommt? Jetzt kommt er eventuell genau dahin. Immerhin gibt es da nicht noch so schlimme Sicheln. Bumerangs wie beim letzten Boss, die waren noch schlimmer, wie ich finde. Ja, so ist perfekt. Jetzt darfst du aber nicht da erscheinen. Dann kann ich nicht ausweichen. Okay, ich weiß nicht, wie er geht. Noch nicht. Ich muss noch eine Strategie. Gut, ich versuch's mal damit. Mal was Neues ausprobieren. Im Gesicht treffen. Geht das? Nö, es geht nicht. Das bringt nichts. Warum gibt's dieses Weihwasser hier? Wenn man damit nichts anfangen kann. Nö, das geht einfach durch. Durch seine fiese Visage. Doch, jetzt hat es, glaube ich, was gebracht. Ich habe ihn vielleicht mit der Peitsche erwischt, aber auch nur 1 abgezogen. Also das lohnt sich nicht. Dann nehme ich lieber den Bumerang, der dann nochmal zurückfliegt. Ich bin extra gesprungen, damit er nach oben schießt. Von wegen. Aber ich habe ihn zweimal schon getroffen. Ich kann da nicht ausweichen. Ich muss mich unsichtbar machen. Ja, ich muss einfach im richtigen Moment springen, damit er nach oben schießt. Aber das muss man erstmal hinkriegen. Guck, das geht nicht. Das geht nicht so leicht. Ich muss mal mitzählen, wie viele Treffer ich kassieren kann. Perfekt? Nein, nicht perfekt. Leider nicht. Jetzt wollte ich das Teil nicht einsammeln, habe es doch eingesammelt. Natürlich. 1 Treffer, 2 Treffer. Ich glaube 4, da müssten es sein. Ja, das bringt ja so viel immer. 3. Und 4. Gut, ich darf 4-mal getroffen werden. 4x4 sind 16 und ich muss ihn 16-mal treffen. Ist das nicht herrlich? Das ist bombastisch. 2-mal. Perfekt. Wow, wisst ihr was? Dann muss ich mir das kurz speichern. Ist blöd, ja, ich weiß, aber sonst wird das nichts. Nicht getroffen, warum? Da hätte ich gedacht, ich hätte ihn eigentlich. Ja, super, es wird wieder nichts. Oder doch? Jetzt kann ich halt wieder nicht ausweichen, aber ansonsten lief's gut. Ich kann nicht ausweichen. Habe ich unter... Ach so, ja doch. Nee, habe ich... Hä? Bäh? 2. Hier, so. Das war's. Ich kann nicht ausweichen. Moment, erscheint er jetzt mal vielleicht woanders? Nee, ja doch. Drüber hüpfen. 13. Speichern. Ein Speicherwerk ohne Gleichen. Schade. Jetzt sind wir gleich auf. Also alles offen. Wieso hat das wieder nicht getroffen? Das ergibt doch keinen Sinn. Andere Richtung, bitte schön. Aber man sieht, wenn ich direkt vor ihm stehe und einfach nur hüpfe, dann schießt er nach oben und dann trifft er mich nicht. Das geht nämlich. Das geht. Aber hier geht's dann wieder nicht.
Mehr. Ich würde es ja gerne jetzt speichern, aber nein. Warum hat er nicht nach oben geschossen? Weil ich wieder nicht perfekt gesprungen bin. Wie soll man die perfekten Sprünge denn erahnen, wie das geht? Jetzt ist er natürlich wieder unsichtbar gewesen. Lecco mio. Nein, das... Ja gut. Vielleicht so. Genau. Idee. Unten abwehren und oben schießen. Erstmal in der Nase kratzen. Also, beim Aufnehmen ist das am schlimmsten mit der Nase. Plötzlich juckt sie. Jetzt will ich es nicht übertreiben. Das nicht. Ich weiß immer nicht, was das ist, aber okay. Nee, das geht so nicht. Ha, vielleicht hat es doch geklappt. Mitten rein. Ja, super. Kann ich dem irgendwas anhaben, so wenn ich vorher die Schüsse kaputt mache? Ich glaube fast nicht. Ja, super. Genau. Ah, das ist... Ach, so fair ist das, so fair. Jo! Ich wollte auch nur vorbei. Aber wir kommen so voran. Ich habe schon 3 Schaden gemacht. Jetzt habe ich einen 4 Schaden gemacht. Ich muss ja leider so sukzessive vorangehen. Sonst wird das nichts. Es gibt ganz viele rote Daumen. Aber ich mag rote Daumen, die sind so sympathisch. Ja. Genau. Das ist immer so toll. Das ist richtig toll. Das ist so toll, das ist so toll. Das ist so toll. Wo soll ich denn wissen, wo er auftaucht? Das ist doch total zufallsgeneriert. Da kann man nicht irgendwie lernen dazu. Da braucht man einfach Glück. Und das ist das, was mir stinkt. Da gibt es doch keine Lernkurve. Da kann man nicht daraus lernen aus seinen Fehlern und nicht besser werden. Also an sich ist das Spiel durchaus spielbar und irgendwie cool, ja. Aber es fehlt die Ausgeglichenheit, die Fairness und die Schaffbarkeit. So. Ich meine, bis hierhin bin ich jetzt schon gekommen. Dann komme ich auch weiter. Genau, ich darf nicht vergessen, immer zu schlagen. Dann ist es doch so einfach, oder? Der hat bestimmt noch gleich irgendwas im Petto. Und in mir ein Auftauchen ist auch nicht gerade sehr hetero. Moment, das ist ganz falsch. Boah, das wäre schlimm gewesen, wenn das jetzt weg gewesen wäre. Wieso habe ich nicht erwischt? Der ist plötzlich wieder resistent. Und da kann ich dann wieder nicht ausweichen. Eieiei. Ducken. Ich war total gesichert eigentlich. 9. In mir rein. Ich liebe es. Dappadappadu. Ja, super. Ist das cool? Ist das cool? Das ist sowas von cool. Ich möchte einfach nur ausrasten. So, nee, das speichere ich nicht. Das ist mir zu unschön. Ich bin extra gesprungen, aber wahrscheinlich eine Millisekunde zu spät. Jetzt hat es gepasst. Ich habe doch extra meine Peitsche geschwungen, bis er die mal ausholt. Vergeht erstmal eine halbe Dekade. Ja, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Mal wieder nach einer Ewigkeit. Der ist eigentlich nicht so schwer, aber man muss ihn einfach 1000-mal üben. Moment, ich habe ihn wieder erwischt, oder? Yay. Zack. Falsche Richtung, aber das war geplant. Genauso sollte das sein. Zack. Hopp. Ja, super wieder. Das ist dann wieder so nett, so super nett. Genauso soll es eigentlich laufen. Genau so, genau so. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Das ergibt doch keinen Sinn. Eigentlich muss man immer nur dieses Schema wiederholen. Deswegen ergibt es irgendwie keinen Sinn für mich, dass es bisher nicht klappt.
Hat natürlich nicht getroffen, weil ich anscheinend zu spät war und dann erscheint er wieder in mir. Was ich gar nicht leiden kann. Ups. Eieiei. Mir jetzt egal, jetzt bringe ich den einfach um. Kann ich die Schüsse nicht mit der Peitsche? Ich brauche jetzt unbedingt den Bumerang oder was, um die Geschosse abzuwehren. Moment. Ja gut, das ist quasi gleichwertig. Ja, die Peitsche ist einfach zu nichts zu gebrauchen. Die ist zu kurz. Der Morgenstern war besser. Ups. Ich hoffe, das läuft noch. Läuft das noch? Das läuft noch. Das, ich glaube, das läuft noch. Ich werde trotzdem mal kurz pausieren. Gut, weiter. Wir waren stehen geblieben hier an dieser Stelle, wo ich ihn schon fast zur Hälfte hatte. Ja, ich kann ein Geschoss von ihm zerstören, das bringt mir aber nichts. Dann trifft mich nämlich... Ja, jetzt geht's beides. Das war nicht gut. Und so wird das nichts. Aber an sich einen Treffer mal in Kauf nehmen. Aber nur den einen, den ich schon habe, bitte schön. Geht so nicht. Ja, plötzlich macht er sich resistent. Das ist sowas unwahrscheinlich. Und dann hilft der Bumerang nicht mal mehr. Was macht das Teil? Macht mich das unverwundbar? Nee, schon mal nicht. Macht mich das stärker? Mal. Das müsste man mal austesten. Oder man liest es einfach nach. Jetzt kann ich da nicht mehr rüberspringen, ich weiß. Also, ach, ich komme ständig auf irgendwelche Tasten, während ich versuche zu laden. Tja. Ich muss näher ran. Wer hätte das gedacht? Eigentlich hätte ich das nicht gedacht. Aber so, je näher ich dran bin, desto besser kann ich eigentlich ausweichen, wenn ich schnell genug bin. Wenn. Guter Witz. Haben wieder nicht erwischt, oder? Und dann hat er nicht geschossen. Da habe ich nochmal erwischt. Ups. Gut, das wird ein langer Kampf. Aber anders geht das nicht. So schaffe ich den sonst nicht. Ich habe ihn wieder erwischt, glaube ich. Da kann ich ja mal safen. Und boah, wo bin ich gelandet? Ich fange wieder bei 1. Ne, bei 2 an. Ich brauche mal kurz einen Schluck Wasser. Währenddessen können wir mich ja sterben sehen. Eine schwere Sache, so ein Boss. So. Kriege ich den richtigen noch jetzt? Wo sind wir gelandet? Genau, jetzt habe ich das auf 2. Probieren wir weiter. Schön ausgewischen. Ah, natürlich. Genau, da kann man direkt rüberspringen. Ja, und dann hat er einen schon antizipiert. An sich, es hört sich immer so an, als würde er voll wegbersten. Aber es macht dann doch nichts. Das war's, ne? Ja. Langsam komme ich richtig ins Schwitzen. Ich habe ihn wieder erwischt, glaube ich. Eine Qual, Stück für Stück, den hier auseinandernehmen. Und dann taucht er wieder mitten in mir auf. Das war 3, ja? Da war der. Gut, ich bleibe in der Mitte stehen, war vielleicht doch nicht so gut. Und dann muss es auch irgendwann mal weitergehen jetzt. Hat auch keinen Sinn jetzt eigentlich zu speichern, aber ich liebe speichern. War eine gute Idee zu speichern, ne? Ja, ich kann mich halt so gut verstecken vor seinem Geschoss. So überhaupt nicht. Ich bin es irgendwie nicht gewohnt, so zu kämpfen. Muss man ganz klar sagen. Und trotzdem trifft er mich. Das ist das Tolle, obwohl ich ihn eigentlich voll in der Mangel habe. Ja, ich habe keine Chance. Und dann kommt er natürlich eher in mir rein und schießt so, dass ich nicht ausweichen kann. Wow, ich habe wieder erwischt. Schön. Wie viele Balken hat er noch? Ich kann gar nicht zählen. 3, 4, 5, 6, 7, glaube ich. Von 16 dürften es sein.
Ja, perfekt. Dann sind es nur noch 6 Balken. 3, 4. Ich kann es sogar zählen inzwischen. Aus der Entfernung. Dann machen wir das wieder unter 2. Haha. Also, man sieht, er ist schaffbar, wenn man das Spiel oft gespielt hat. Dann kann man den bestimmt auch ohne Speicherstände. Jetzt habe ich ihn aber nicht erwischt, oder? Ja, egal, er hat nur noch 4. Speichern wir einfach drüber jetzt unter 4. 4-mal treffe ich ihn auch auf jeden Fall. Ja, diesmal nicht. Das Witzige ist, ich muss noch 4-mal treffen, er muss mich jetzt nur noch 1-mal treffen. Das ist doch ein Witz. Zack. Zacki, dack, dack, dack. Zack, dack, dack. Wir sind auf der Siegerspur. Mit ganz fairen Mitteln. Aber ich meine, Bosse kämpfen selten mit fairen Mitteln. Also warum sollte man das nicht auch dürfen? Jetzt habe ich das wieder. 4, das war's hier. Ha! Ja, ich werde immer besser. Und das Spiel ist gleich vorbei, also lohnt sich das auch voll. Wenn ich jetzt, glaube ich, ein späteres Castlevania spiele, dann wird mir das so einfach sein, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Moment, das hier habe ich. Dreimal muss ich ihn noch treffen. Also deswegen würde ich sagen, ich spiele gar kein Castlevania mehr. Das wird einfach viel zu einfach. So. Ja, kann ich nicht mehr ausweichen. Ich darf nicht so weit weggehen. Das habe ich jetzt gecheckt. Hä? Jetzt sag mir nicht, ich hab kein Herz mehr für den Bumerang. Das wird jetzt interessant. Aber ich habe mich erwischt. Ach, ich wollte doch springen. Moment. Ich muss da nur noch springen. Es ist vielleicht sogar einfacher damit. Na, oder auch nicht. Na, das ist jetzt ungewohnt. Jetzt muss ich meine Strategie umändern. Das ist nicht gut. Schade. Zweimal noch. Versuchen wir es. Noch einmal! Noch einmal! Okay, jetzt 1:1 Situation. Er muss mich noch einmal treffen und ich ihn noch einmal. Dann speichern wir. Und wie er dann noch eine andere Form, dann drehe ich durch. Dann drehe ich am Rad. Kopf weg! Jetzt gegen den Körper oder was? Ja. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Tatsächlich. Jetzt, natürlich schaffe ich den mit einem Treffer, den ich abbekommen kann. Natürlich. Das ist doch ein Witz. Wenn ich jetzt. Dem macht das gar nichts aus. Ich kann den gar nichts anhaben. Und wenn ich jetzt oben hinkomme, kann ich direkt gegen den kämpfen, oder? Das wäre doch jetzt fair. Damit die Entwickler auch mal wissen, was Fairness bedeutet. Nur mal sehen. Oder ob ich wieder gegen den Typ von vorher kämpfen muss erst. Was für ein Schwachsinn das wäre. Es ist nicht wahr. Was soll das denn? Moment, wo war der da? Wie soll ich den denn besiegen? Der hat ja gar keine Schwachstelle. Ich habe auch keinen Bumerang mehr. Ach so, auch wieder am Kopf erwischen. Und dann schießt er, dann kann ich nicht ausweichen. Schön. Aber immerhin, ich habe mal getroffen. Ich glaube, den mache ich nicht. Ich kann auch nicht unten her. Obwohl, er hat ja mal einen großen Sprung. Aber ich muss jetzt leider so mit ständigem Laden arbeiten, weil ich keinen Treffer erleiden darf. Wieso ist er nicht getroffen? Wie muss ich ihn denn jetzt treffen? Ich habe ihn da vorher schon mal getroffen. Oder muss ich ihn einfach öfter treffen? Ja, anscheinend muss ich ihn öfter treffen. So. Es muss jetzt leider so weitergehen, dass ich schon bei dem vorigen das so machen musste. Ist traurig. Jetzt schießt du mal. Er schießt anscheinend nicht. Ah, gut. Er scheint ja ganz einfach zu sein. Hüpf. Aber nicht so kurz. Du Sack, du. Moment, wo habe ich jetzt gespeichert? Das ist jetzt schwer. Hier wahrscheinlich. Auf 1. Nein, doch nicht reinspringen. Ihr seid so im Blut. Bei Zelda hat man so viele Herzchen. Man geht nie kaputt. Na gut, bei den ersten Teilen vielleicht dann doch. Aber bis hierhin, wenn er nicht stärker wird, dann ist er schaffbar. Der ist schaffbarer als der davor. Ich bin verwirrt. Wow, das war jetzt nicht so gut. Jetzt komme ich da nicht mehr drunter her, glaube ich. Ich speichere mal trotzdem unter hier und probiere ganz schnell nach links zu gehen. Natürlich klappt das nicht. Da muss ich da noch einmal. Hä? Moment.
Hier habe ich gespeichert. Diese Grafikfehler, ne? Vielleicht habe ich zu viel geladen. Könnte sein. Jetzt kann ich da gar nicht mehr aus... Ah, doch. Nochmal so einen hohen Sprung, bitte. Ich habe wieder Herzchen bekommen. Wow, ich muss speichern ganz schnell. Und nach dem Kampf können wir uns hier versöhnen. Können machen Liebe lang. Machen Liebe lang. Da. Ach ja, genau, ganz schnell nach rechts. Nee, das geht ja gar nicht. Da muss ich leider auf die Herzen verzichten. Was für ein Dreck. Beim letzten Mal hat er mich schon nicht da rauslassen wollen. Der hat mich in der Mangel genommen. In die Mangel. In der Mangel gehalten. Da komme ich nicht raus. Das könnte doof werden. Komm, da komme ich raus. Du musst nur an dich glauben, Link. Nicht Link. Wie auch immer er heißt. Warum hat er da keinen großen Sprung mehr? Er merkt, da geht's nicht weiter, offenbar. Ich komme gerade leider nicht mehr nach... Nee, ich komme da nicht. Nur einen Versuch. Da muss ich ein, zwei davor gehen, leider. Ja, ich glaube... Ja, der macht einen großen Sprung. Also es geht. Wir haben gesehen, er macht man schon einen großen Sprung, dann geht das. Wir müssen nur warten, bis er es wieder macht. Und ich muss den richtigen Stand mal wieder finden. Das war kein großer Sprung. Das war ein kleiner Moment. Hier bin ich. Jawohl. So, jetzt aber mal bitte schön speichern. Der ist viel leichter als der davor. Wollt ihr mich denn verarschen? Wow. Der kann mir ja gar nichts. Moment. Der mache ich ja mit links. Der sollte eh nur eine Überraschung sein, schätze ich mal. Und nicht wirklich eine ernsthafte Gefahr bedeuten. Obwohl er eigentlich gefährlicher aussieht, ne? Moment, war das jetzt wieder hier? Hier war das. Ich bringe mich selbst durcheinander. Ja, war dumm. Das ist direkt auf 1. Wieso gehe ich denn so nah ran? Jetzt handle ich ein bisschen fahrlässig. Das ist immer das Problem, wenn man mit Safe-State spielt. Dann schleicht sich eine gewisse Lethargie ein, die nicht sein müsste. Ich hätte das nutzen sollen. Oh nein, er spuckt, glaube ich, gerade. Ich mache schnell einen neuen Stand. Komm, da komme ich drum weg. Das ist kein Ding. Jawohl. Das war ein kurzer Sprung. Also muss ich da nicht runter. Er macht nur kurze Sprünge oder was? Muss ich wieder warten? Wie soll man das denn ohne Stände machen, wenn man nie weiß, ob der jetzt hochspringt? Man muss immer die erste Möglichkeit schon nutzen, wenn er hochspringt und sofort runterher, weil man nicht davon ausgehen kann, dass er das jemals wieder macht. Ja, ich treffe ihn, glaube ich, gar nicht. Jetzt aber, man hört es ja. Man hat keine Chance, drunter herzugehen. Ich bin schon vorher losgelaufen, bevor er gesprungen ist. Muss man wieder kurz warten. Wir wissen genau, irgendwann macht er seine hohen Sprünge wieder. Das ist spannend, ne? Das ist spannend. Ich wusste nicht, dass Dracula so aussieht. Ah, diese dummen Schüsse am Anfang. Das war knapp. Noch 4 Balken hat er. Habe ich kurz mal entdeckt. Jetzt hat er noch 5. Ja, jetzt macht er einen Rundsprung. Es hat ja überhaupt nicht lange gedauert. In dem Moment natürlich, wenn ich eine Kamikaze-Aktion versuche. Und mich auf seine Fußnägel stürze, um ihn da ein bisschen an seinem Hühnerauge zu erreichen. Da-da-da-dam. Zack, zack. Und macht er irgendwelche Anstalten, wenn er höher springt? Macht er irgendwie eine Gestik, an der man das ableiten kann? Ist mir noch nicht aufgefallen, aber das wäre mal etwas, womit man arbeiten könnte. Oder liegt es an mir, was für eine Gestik ich mache, damit er hochspringt? Sonst, der lässt mich da nicht mehr raus. Ja, jetzt war das zu früh. An irgendwas liegt es. Vielleicht, wenn ich mich ducke? Ja! Ich glaube, es war nur Zufall, aber ja. Ja,
Ja, natürlich macht er dann schwenkt nach rechts, weil er an der unsichtbaren Wand abgeprallt ist. Ich glaube, das liegt nicht am Ducken, aber man kann es ja nochmal versuchen. Weiter wegstellen und da macht er einen Hundsprung und dann komme ich nicht drunter her. Das ist ja toll. Okay, weiter weg. Je weiter weg ich bin, desto höher springt er. Ist das meine Theorie, die sich bestätigt? Es muss doch klappen, da noch durchzukommen. 2. Ja, das, ich glaube, das ist eine Theorie, die sich bewahrheiten könnte. Bisschen weiter wegstellen. Oder auch nicht. Jetzt hat er zu schnell reagiert. Dann komme ich wieder nicht drunter her. Das gebe ich jetzt nicht auf. Vergesst es. Ich habe den schon fast am Boden. Der blutet schon fast. Der blutet. Rote Krankenwagen, ich bin Arzt. Jetzt schießt der nochmal. Ich glaube es ja nicht. Ja, super. Da komme ich nicht durch. Ich würde ihn einfach gerne mal noch umbringen, schnell. Der braucht ja nicht mehr viel. 2. Da muss ich kurz ein Stück weggehen. Natürlich nicht getroffen. Natürlich nicht getroffen. Jetzt geh doch einfach mal da unter her. Was ist denn da das Problem? Das war nicht das Richtige, oder? 3, 4, 5. Das sieht so viel aus. Aber es ist halt ein Balken mehr als ich. Mit meinen 4. Ein Treffer, den ich schon aushalte. Keine Sorge, das dauert nur noch 30 Minuten, das habe ich schon abgeschätzt. Alles geplant, ne? Da kann ich mich ducken, theoretisch. Spring hoch! Einmal muss ich da nur noch in Sicherheit kommen, dann war's das. Einmal muss ich unter ihn her. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Stirb, Junge, stirb! Verrecke in der ewigen Höllenqual. Aber nicht mit mir. Ja, jetzt komm. Ganz sachte jetzt. Der macht halt einen großen, imposanten Auftritt. Aber so schwer. Jetzt war das natürlich wieder ein Fehler, da nicht. Ja, super. Das hatten wir schon oft genug. Machen wir jetzt besser gleich. Der ist ja nicht mal zur Hälfte des Bildes und schon muss ich unter ihm her, oder wie? Wäre wohl sinnvoll. So, beim nächsten Mal. So, 3 Striche noch. Jetzt sind wir da gut dabei. Save. Da wieder. Genau in dem Moment muss ich dann drunter her. Schaffe ich das noch? Da macht er einen kurzen Sprung plötzlich. Eben hat er noch einen lang gemacht. Ist das jetzt gerade mal... Wird das erst entschieden, wenn er schon im Springen ist? Kurz einmal probieren. Ja, ich glaub's ja nicht. Was ist das denn? Aber da muss ich speichern. Das muss man festhalten. So. Ja, und dann schön sterben. 3 Dinge hat er noch. Das hält er nicht mehr lange durch. Da helfen auch die ganzen Anaboliker nichts mehr. 2. Also wie oft muss ich ihn denn treffen? 2-mal für einen Dingen. Stirb! 1 noch. Falsche Richtung auch noch. Moment, ich hab keine Herzen mehr. Wo sind die ganzen Herzen hin? Habe ich die nicht schon mal neu bekommen? Irgendwelche? Schieß halt, wenn es Spaß macht. Jetzt schießt er nicht mehr. Ich hatte ihn schon fast. Wieso bin ich... Moment, das regt mich auf, dass ich nach rechts gucke. So. Na gut. Lass uns dabei. Dankeschön. Und jetzt kommt der richtige Boss, ne? Jetzt kommt der richtige. Der Vater vom Dracula. Okay. Das hat ja fast Spaß gemacht. Ja, genau. Warum müssen die Gebäude darunter leiden, wer ihr Besitzer ist oder war? Die können doch nichts dafür. Produced by Konami, directed by Trans Friseure. Was? Transische Friseure, genau. Das war ein Spiel. Hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt, ich hätte eventuell das unterlassen. Aber da es sowieso so kurz ist. Ich spreche ja sowieso nichts ab. Medusa! Baba! Die Schrift scheint mir irgendwie sehr unscharf.
Das ist aber im Original wahrscheinlich so. Es gab damals halt noch nicht so die großen Möglichkeiten. Gut. Das war's damit. Kannst weiter mit Zelda gehen. Yippee-yay. Geschafft mit 13 Videos. Thank you for playing. Da nehme ich kein Dankeschön für entgegen. Und es geht von vorne los. Nee, Stage 19. Was? Ach so, das fängt von vorne an und wahrscheinlich ist es schwieriger geworden. Ihr wollt mich doch verarschen. Wieso nennen sie das Stage 19? Das ist doch Blödsinn. Bisher sieht es so aus, als wäre es nicht schwieriger geworden. Es ist einfach nochmal dasselbe. Und die wollen halt so tun, als ginge es weiter. Oder ist das schwieriger geworden? Ich glaube nicht. Aber man sieht schon hier im ersten Level quasi, der Schwierigkeitsgrad ist übelst hoch. Das denkt man nicht unbedingt, das sieht noch so harmlos aus eigentlich. Und jetzt kann ich sogar hier hochlaufen. Haha, tschüss Panther. Das konnte ich damals nicht, ich wusste nicht, wie man Treppen läuft. Und ich kann auch das hier mal einsetzen. Na, wie gefällt dir das? Oh, der Arme. So. Hahaha. Also an sich, die Items sind alle schon ganz cool. Ich glaube, ich habe inzwischen auch alle mal verwenden können. Der Bumerang erst gegen Ende, obwohl er eigentlich am besten ist. Eine Doppelaxt eventuell gibt es noch. Die normale Axt kenne ich zumindest. Vielleicht war auch die gemeint mit Doppelaxt. Ja gut, wir hören hier auf. Wir haben es geschafft. Mein Name ist Sam. Das war's in Castlevania aus dem Jahre 1986, 87. Bis zum nächsten Mal. Unter Umständen. Denn mit einem sehr leichten Spiel vergleichsweise Zelda Skyward Sword. Oder irgendwas anderes. Ciao, ciao. Die kommen immer wieder. Die hören nicht auf. Nie hat man seine Ruhe. Ah.